Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen heute wieder eine Runde Cyberpunk 2077. Und wir müssen uns heute mit Hanako treffen. Vielleicht auch nicht. Gucken wir mal. Johnny. Was du riechst, ist Seeluft. Steh auf. Das Meer ist schön um die Tageszeit. Mhm. Die Attacke hat mich fast umgebracht. Nur fast. Wo sind wir hier? Sind wir in Pacifica? Was ist das für ein Haus? Altes Hotel, das Pista Sophia. Wir sind die einzigen Gäste. Komm mit, ich will dir was zeigen. Warum bin ich ausgerechnet hier? Warte ab, dann siehst du's. Okay, folgen wir Johnny. Du warst das. Ich konnte dich nicht einfach liegen lassen. Oh, ich bin noch nicht ganz fit wieder. Wolltest du die Pille schlucken? Chill mal dein Chrom. Hätte ich die Kontrolle gewollt, hätte ich sie mir viel früher genommen. Mhm. Du hattest Zweifel. Als du sie ignorieren wolltest, hat sich dein Gewissen gemeldet. Johnny Silverhand hat also wirklich ein Gewissen? Ach scheiße, Themawechsel. Warum sind wir hier? Soll ich da reinklettern? Kletter durchs Fenster. Das solltest du schaffen. Hoffentlich. Wirkt jetzt nicht sehr überzeugend, wie ich durchs Fenster kletter. Ja, wollte gerade sagen. Du wolltest wissen, warum wir hier sind. Wo ich stehe, ist ein Versteck. Mach's auf. Nimm sie mit. Was ist das? Ein Doc-Tab? War sie, ja. Gehört jetzt dir. Warum schenkst du mir die? Damit sie dich daran erinnert, dass wir in diesem Krieg gemeinsam im Einsatz sind. Würdest du dir eine Kugel für mich einfangen? Ich weiß nicht. Antworte. Oh Gott. Ja, würde ich. Die Marke hat mal einem Mann gehört, der sich in Mexiko für mich geopfert hat. Ich habe über unser Dilemma nachgedacht. Mhm. Ich will ganz ehrlich sein. Ich werde dich nicht enttäuschen. Wenn es soweit ist, gebe ich mein Leben für dich und verschwinde. Die Marke ist ein Versprechen. Ich würde das auch für dich tun. Hm. Danke. Denkst du ernsthaft über Hanakos Angebot nach? Hast du eine bessere Idee? Noch nicht, aber eine Bitte. Und zwar Adam Smasher. Der Wichser, der mich fertig gemacht hat. Was immer mit mir passiert, ich will ihn tot sehen. Eiskalt, in alle Winde verstreut. Okay, verstanden. Und ich will, dass du Rogue mitnimmst. Wohin? Das ist mir wichtig. Und für sie wird es genauso wichtig sein. Ich soll's Rogue also sagen? Das alles? Ich glaube, das übernehme ich lieber. Persönlich. Aber wie? Du schluckst Mistys Pillen und ich übernehme das Ruder für eine Weile. Der Plan gefällt mir ganz und gar nicht. Ist dir klar, oder? Ich unterhalte mich mit Rogue nur kurz über Smasher. Dann bin ich weg. Versprochen. Ich muss wissen, was genau du vorhast. Rogue alles sagen und herausfinden, ob sie uns hilft.
Hey, Satan hat mich rausgeschmissen. Wie geht's denn so? Ich werde einfach Smasher erwähnen und über die alten Zeiten plaudern. Keine Sorge, das wird easy. Okay, ich mach's. Für dich. Weiß ich zu schätzen, danke. Bring mich zum Afterlife. Du wirst es nicht bereuen. Versprochen. Ich fühle mich besser. Gehen wir. Ich fühle immer noch einen Schmerz nah an deinem Herzen. Fürchte, der geht nicht weg. Okay. Hotel Pistis Sophie, hieß es so? Mhm. Guter Ort zum Sterben. Aber nicht heute. Ah, shit! Wo geht's denn weg? Alter Schwede, was das hier für ein Hotel ist. Okay, kann ich mir ein Auto besorgen oder so? Da vorne fährt mein Motorrad. Let's go! Ich laufe jetzt nicht den ganzen Weg. Dann treffen wir uns mit Hanako und gucken mal, was sie uns zu erzählen hat. Eieiei, Freunde. Wir müssen Luki Luki machen. Und vorsichtig sein vor allem auch, werden wir nicht immer noch von Arasaka gejagt? Ich glaube, wir können uns gar nicht so frei bewegen in der Stadt. Oder hat Hanako Arasaka gesagt, hey, chillt mal und lasst ihn in Ruhe. Kann sein, weiß ich aber nicht. Glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Vielleicht ist sogar der Bruder von Hanako jetzt gleich da und hat irgendwas am Start oder so, um uns loszuwerden. Man weiß es nicht. Wir werden sehen. Wir dürfen gespannt drauf abwarten, was passiert. Ich habe nämlich genauso viel Ahnung wie ihr. Außer ihr habt das schon vorher gesehen, dann habt ihr sogar mehr Ahnung. Das Radar gefällt mir immer noch nicht so wirklich, Freunde. Bisschen klein. Man sollte da ein bisschen mehr rauszoomen. Und die Anzeige ist gerade auch verbuggt, das Overlay insgesamt. F war absteigen. Ich muss immer gucken mit den verschiedenen Spielen, die ich derzeit so spiele. F, E, dies, das, Ananas. Okay, scheinbar jagt Arasaka mich nicht mehr so sehr. Okay. Ja, das machen wir. Ab ins Embers. Wir müssen jetzt erst alle Hauptmissionen fertig machen. Wir haben keine Nebenmission mehr. Das heißt, es wird nicht so lang dauern wahrscheinlich. Das Let's Play. Chill mal bitte für 2 Sekunden. Wir gehen rein, reden. Gehen raus. Das war's. Mhm. Die spielte ganz entspannt. Sie hat alle weggeschickt? Scheiße. Ausgezeichnet. Du bist gekommen. Hi, was geht? Danke fürs Treffen. Nett. Natürlich, wie. Und ich danke dir. Ehe wir ins Detail gehen, möchte ich dir etwas erklären.
Und zwar, warum ich mich entschlossen habe, dir zu helfen. Du wusstest nicht, ob du mir glaubst, dass Yorinobu euren Vater getötet hat? Aber jetzt... Ich wusste es. Von Anfang an. Wie bitte? Was? Alle Vorstandsmitglieder wussten es. Absolut niemand glaubte die Geschichte mit der Vergiftung. Die Details passten einfach nicht zusammen. Du wusstest es und hast nichts getan? Und jetzt hast du plötzlich dein Gewissen gefunden? Mein Vater hat Fehler gemacht. Das weiß ich sehr wohl. Wenn ein Gegenspieler ihm im Weg war, hat er ihn gnadenlos beseitigen lassen. Yorinobu konnte so nicht weitermachen. Aber für Vater heiligte der Zweck immer die Mittel. Saburo Arasaka hat immer nur eines wirklich geschätzt. Weißt Geld? Du, was das war? Den Konzern? Familie. Unsere Familie. Ihm lag am Herzen, dass sie überlebt, weiter besteht. Stabil und ohne Widersprüche. Yorinobus Taten malen ein ganz anderes Bild. Yorinobu hat die Hand gegen Vater erhoben. Aber er ist ein Arasaka, Teil der Familie. Ich erwarte nicht, dass du es verstehst. Du sollst nur wissen, dass meine Untätigkeit keine Absicht war. Ganz komische Geschichte. Komplizierter. Er ist ein Bruder. Es war schwer und wird noch schwerer, schon klar. Aber warum der Sinneswandel? Wir wurden auf der Parade gewarnt. Sicherheitsvorschriften wurden verletzt. Es kamen die ersten Zweifel auf. Noch mehr in deinem Versteck, als die Schläger meines Bruders nicht zur Rettung, sondern zum Töten kamen. Yorinobu war bereit, dich einfach so zu opfern. Mein Vater hatte recht. Wir haben Yorinobu nie etwas bedeutet. Ich wurde als Herz der Familie erzogen. Und jetzt ist es an der Zeit, dass Arasaka auf sein Herz hört. Und die Gerechtigkeit siegt. Hast du wie vereinbart Soulkiller mitgebracht? Finger am Abzug, verrat ihr kein Wort. Natürlich habe ich Soulkiller nicht dabei. So gut kennen wir uns nun wirklich nicht. Du lässt Vorsicht walten. Verständlich. Aber völlig unnötig. Wir sind hier, weil ich weiß, wie man dein Leben retten kann. Ich kann dich nach Mikoshi führen. Und wie? Mikoshi existiert nicht in der wahren Welt. Aber seine Zugangspunkte. Und einer ist ganz nah. Wo? Hier in Night City, unterhalb des Arasaka Towers. Lass uns abhauen. Sofort. Du willst weg? Wie kommst du nur darauf? Dann quatsch nicht dauernd dazwischen und hör ihr zu. Das wird ein Desaster. Setz dich. Wir haben keine Zeit. Du weißt, wie man mein Interesse weckt. Also dann, rede. Mein Bruder. Siehst du das auch? Stickt nach Bullshit. Geh bloß nicht drauf ein. Johnny hat was dagegen, ne? Taten zur Verantwortung gezogen werden. Klingt, als willst du Rache für deinen alten Herrn. Ich will, dass die Arasaka Corporation die Wahrheit erfährt. Und wie hast du dir das vorgestellt? Yorinobu. Hanako-sama, sorosoro gochitaku ni omodori itadaite. Sugu ni sumu. Yorinobu wird bald ein Vorstandsmeeting einberufen. Repräsentanten aller Fraktionen nehmen daran teil. Der perfekte Moment, ihnen mitzuteilen, wie mein Vater wirklich gestorben ist. Ich will dich in dieses Meeting holen, damit du gegen meinen Bruder aussagst. Aussagen, Spiel einfach mit offenen Karten, Hanako. Hilf mir, Yorinobu loszuwerden. Dann helfe ich dir, das Konstrukt loszuwerden. Okay. Das Angebot ist gut. Ich muss das überdenken. Natürlich. Aber nun? Was? Yorinobu ist seit der Parade argwöhnisch. Wir haben nicht viel Zeit.
Wir verschwinden hier, und zwar jetzt. Alles in Ordnung? Ja, es ist nur... Du blutest. What the fuck? Fuck. Sieht aus, als läuft dir die Zeit davon. Zögere nicht. Triff eine Entscheidung. Keine Sorge. Deswegen... Du brauchst frische Luft. Sofort. Verlasse das Lokal, okay? Ich hab dich gewarnt. Was? Was machst du? Was macht Johnny? Was mache ich denn? Ich zeig dir, wie es sich anfühlt, wenn man eingesperrt ist. Ich hab dich gefragt und dich gewarnt, aber du willst ja nicht zuhören. Und jetzt benutzt dich die Porzellanpussy für ihren kleinen Plan. Leck mich. Noch hab ich nicht zugestimmt. Aber du verstehst scheinbar immer noch nicht, wie diese Blutsauger arbeiten. Mhm. Sie hat dich persönlich getroffen und dir ihre Pläne gezeigt. Sie hat dir die Fangzähne ins Fleisch geschlagen und du kommst nicht mehr los. Hast du denn eine bessere Idee? Dann lass hören. Nein, dann halt's Maul und verpiss dich. Hey, entspann dich mal. Es geht mir gut. Nein, es geht mir nicht gut. Ich konnte mich nicht heilen, habe ich probiert. Freunde, heute jagt ein Abgang der nächste. Bin ich? Nein, es ist nicht, was du denkst. Noch nicht. Langsam. Beweg dich erstmal nicht. Bei Victor bin ich, okay. Vic? Ich weiß, es tut weh. Du warst weggetreten, als du hier ankamst. Musste dir Beta-Haloperidol geben. Aber Lichtübersensibilität ist gut. Heißt, dass deine Sehnerven noch intakt sind. Wie bin ich hier gelandet? Hast dich hergeschleppt. Mehr tot als lebendig. Hast Misty mächtig erschreckt. Mhm. Hast den Patienten, der hier lag, vom Tisch geschubst. Und verlangt, sofort behandelt zu werden. Sag ihm, es war dein Schutzengel. Ich war nicht ganz ich selbst. Mhm. Ich weiß. Ziemlich beunruhigend. Und wie schlimm ist es? Will ich das hören, Freunde? So schlimm. Okay, so sollte es angenehmer sein. Versuch, dich aufzurichten. Vorsichtig. Ich versuch's. Ich glaube, ich spür wieder was. Langsam. Wieder ein Sieg für die Geschichtsbücher. Schon wieder sitzen. Aber ich sehe, du hast schlechte Neuigkeiten. Und wie lange soll das jetzt noch so weitergehen? Sag du's mir. Wenn ich mir dich angucke, nicht lange. Noch ein Anfang und du kriegst nirgendwo mehr hin. Du wirst in irgendeiner Gasse krepieren. Das ist deine letzte Chance, die Sache in die eigene Hand zu nehmen. Kapiert? Ich weiß, Vic. Ich versuch's. Bald. Nein. Du tust es jetzt. Siehst du das Zeug da drüben? Mhm. Aha. Dort findest du etwas, womit du es auf deine Art zu Ende bringen kannst. Okay.
Wenn du die paar Meter bis zum Tisch ohne Hilfe schaffst, liegt der Rest allein in deiner Hand. Auf deine Art, hm? Soll ich selbst noch begehen, oder was? Sehr subtil, Doc. Es reicht, Johnny. Ich muss das überdenken. Du willst dir das Hirn zermartern? Okay. Aber nicht hier unten. Wie? Scheiße, das habe ich gehört. Oh. Gehört? Was? Geh und bring das in Ordnung. Ich glaube, ich schaff's. Wie auch immer du entscheidest, zuerst sollten wir von hier verschwinden. Der will, dass ich mich selbst umbringe, scheinbar. Hey, wie, ich hab deine Gedanken gehört. Das cool. War nicht meine Absicht. Tut mir leid. Nicht nötig. Ich weiß, was los ist. Und ich weiß, es wird nicht einfach. Für keinen von euch. Wenn du es hier nicht entscheiden willst, ich kenne da einen besseren Ort. Welchen? Okay, hallo? Geh vor. Ist da jemand? Was macht diesen Ort so besonders? Ich war mal mit Jackie dort. Ist nicht weit. Jackie? Was hat er mit all dem zu tun? Du wirst sehen. Na komm. Okay, gehen wir mal mit Misty. Denselben Gesichtsausdruck. Wer? Jack? Das war's, Chica. Ich bin am Ende. Klingt nicht nach dem Jackie, den ich kannte. Es ist lange her. Seine Mutter hatte gerade erfahren, dass er bei den Valentinos war. Glaub mir, Signora Wells auf der einen Schulter, dein Gangkumpel auf der anderen. Wer kann sich da entscheiden? Mhm. Mein Jackie hatte es nicht leicht, aber er fand den Mut, sich zu vertrauen. Nachdem wir hier waren. Warum soll man hier den Mut finden, sich zu vertrauen? Ah, schon besser. Luft. Siehst du die? Ich komme her, wenn ich mal raus will. Zum Nachdenken. Sie hat recht. Du solltest dich auch mal hinsetzen und über alles nachdenken. Zeit zum Nachdenken. Das ist gerade nicht so leicht. Sag mir, was hat Jackie hier beschlossen? Ach, du weißt schon. Irgendwann werde ich eine Legende sein. Mhm. Johnny backt immer noch ein bisschen. Ich lasse dich jetzt allein. Nimm dir Zeit. Du hast mir einen schönen Schrecken eingejagt. Ich dachte wirklich, das war's. Nope. Immer noch da. Vorerst. Du solltest alle anrufen, von denen du dich verabschieden willst. Wow, Worst-Case-Szenario. Das klingt düster. Nein. Aber was immer du entscheidest, birgt Risiken, wenn es nicht so läuft, wie wir wollen. Mhm. Mach's einfach. Wenn du irgendwen sprechen willst, tu es jetzt. Die Pillen können warten. Nein, nicht mein Stil, mich zu verabschieden. Wie du meinst. Wir haben echt viel zusammen durchgemacht, hm? Überleg mal, alles hat auf einem Müllhaufen angefangen. Dann wolltest du mich umbringen. Genau das meine ich. Und jetzt sind wir hier, zusammen, und genießen den Blick auf Night City. Naja, genießen, ne? Ich bedauere nur, dass ich nicht mehr erlebe, wie alles endet. Du bist der, der die einzig verbleibende Option ablehnt. Mit solchen Monstern zusammenarbeiten? Ums Verrecken nicht.
denke, wir könnten es mit Arasaka versuchen. Was sollte der Scheiß? Wie kannst du so scheiße stur sein? Das habe ich definitiv von dir. Bist du ganz sicher? Von da an gibt's kein Zurück. Ja, aber sei nicht sauer. Das geht mir dermaßen am Arsch vorbei. Ich glaube, die Entscheidung wirst du bereuen. Und wenn du es merkst, werde ich nicht da sein, um dir zu helfen. Das könnte das letzte Richtig Mal deep. Sein. Wenn es nicht klappt. Ich will einfach da sein. Alles merken. Wir sehen uns in Mikoshi. Johnny. Okay. Nur ich. Okay, okay. Endlich. Ein Angebot. Ich nehme es an. Du hast dir Zeit gelassen. Zwischenzeitlich hat Yorinobu etwas unternommen. Was denn? Mein Bruder hält mich als Gast in seinem Anwesen in North Oak fest. Eingesperrt? Ja. Seine Leute bewachen mich zu meiner Sicherheit. Mhm. Dann hole ich dich raus. Ich kann ziemlich überzeugend sein. Ich danke dir. Wo bist du? Bei Victor, meinem Ripper-Doc. Hinter einem kleinen Laden namens Misty's Esoterikum. Ich schicke dir jemanden, der dich zum Anwesen fährt. Und dann besuchen wir meinen Bruder im Arasaka Tower. Okay, okay. Du das wie? Oder? Ja, ich bin's. Und was nun? Ich warte auf meinen Fahrer. Komm rein, wir warten zusammen. Miau! Hier ist irgendwo eine Katze. Mhm. Da du ohnehin warten musst, soll ich für dich legen? Oh Gott, Klar, gerne. Das gerne war gelogen. Ja, legt die jetzt? Oder legt die nicht? Manche glauben, Unsicherheit ist böse. Und nur Weissagung kann sie vertreiben. Andere sagen, Veränderungen sind böse. Aber das stimmt auch nicht. Wir verändern uns andauernd. Ununterbrochen. Mhm. Wir sollten nicht die Veränderung fürchten. Sondern zu wem wir werden. Deshalb müssen wir unseren Weg kennen. Ich habe das extra für dich und Johnny zusammengestellt. Deine Zukunft ist seine. Und umgekehrt. Okay, bin bereit. Jetzt kriegen wir die Zukunft gelegt. Gucken wir mal. Der Narr. Ha, was eine Überraschung. Schauen wir uns das mal genauer an, um die Bedeutung zu erfahren. Der Narr symbolisiert den Anfang einer Reise. Die Ankündigung von etwas Neuem. Er ist das innere Kind. Neugierig auf die Welt, aber auch naiv und sorglos. Klingt nach dem Wie, den ich kennengelernt habe. Der Magier. Eine Person mit Talent und Charisma. Ein Anführer. Klingt nach Johnny. Die Karte ist umgekehrt. Das kann für eine Suchtneigung sprechen. Geistige Störungen. Okay. Definitiv, Johnny. Der ganze Typ ist eine Störung. Die letzten Karten handeln von eurer Zukunft. Der Teufel. Hast du noch einen anderen Stapel? Einen fröhlichen? Das ist kein Witz, wie.
Ein umgekehrter Teufel steht für Unterwerfung, Kontrollverlust, Aggression, das Böse, ein Machtkampf. Was immer du vorhast, fass es als Warnung auf. Okay. Und Johnnys? Der Mond. Das klingt doch nicht schlecht, oder? Ich weiß nicht wie. Der Mond steht für Rätsel. Mhm. Mein Fahrer ist da. Ich glaube, das ist für dich. Warte, ist das eine Arasaka-Limo? Mhm. Ja, ist es. Aber wie? Die haben Jackie getötet und jetzt arbeitest du für die? Meinst du, ich weiß das nicht mehr? Mir gefällt das genauso wenig wie dir. Aber ich hatte keine Wahl. Verrat an einem Freund kannst du nicht rechtfertigen. Du hast kein Recht, mich zu verurteilen. Du hast dich verändert. Zum Schlechten. Ah, hier landet also Arasakas beste Technologie. Hellmann ist da. Und wo ist der Ripper? Liest im Hinterzimmer die Zukunft aus Rattenknochen? Genau. Hat gerade vorher gesagt, dass ich dir deine Fickfresse poliere. Du erinnerst dich doch noch daran, oder? Oh ja. Aber ich weiß auch noch, worüber wir damals geredet haben. Das Konstrukt in deinem Kopf und wie es deine Entscheidungen beeinflusst. Dasselbe Konstrukt, das in seinem letzten Leben 2 Atombomben im Arasaka Tower hochgehen ließ. Und jetzt haben du und dieses Konstrukt beschlossen, bei Arasaka aufzuräumen. Gute Idee, oder? Ein interessanter Zufall, findest du nicht? Johnny ist gerade mit Blockern unterdrückt und Arasaka ist mir egal. Für mich geht's hier um Leben und Tod. Mhm. Ich hab dich im Auge. Fahren wir. Sympathisch, man kann sich unterhalten, Freunde. Hat sie sich nicht gemeldet? Oh. Hanako. Hilf mir auf die Sprünge. Was hast du hier gleich noch verloren? Oder ich? Master V und sein Chauffeur. Vorsichtig, okay? Wenn du meinen Wagen crashst. Bin ich etwa dein Chauffeur? Das war nicht vereinbart. Mit mir auch nicht. Klugscheißer. Also, halt die Klappe und fahr. Okay, okay. Und jetzt zum lustigen Teil. Die Limo ist Arasakas, aber hinterm Checkpoint sind Wachen postiert. Verhalte dich natürlich. Ich meine, verhalte dich ruhig und es wird schon klappen. Okay. Hi, my friend. Ist alles in Ordnung? Bis auf Beides darf niemand da. Was zum Teufel? Bist du jetzt völlig durchgeknallt? Ja. Scheiße, verdammt. Was jetzt? Die lassen uns nicht in ihre Nähe. Tja, dann müssen wir uns den Weg eben freiräumen. Tu, was du nicht lassen kannst. Du holst Hanako. Ich bin beim AV. Hallo, ich hab annehmen gedrückt. Ich bin im Schlafzimmer, im mittleren Teil des Gebäudes. Anders, geh den AV holen. Aber zuerst müssen wir die 4 Wachen neutralisieren. Wie? Ist das klar? Ja. Sicher, neutralisieren. Ich störe ihre Funkverbindung, damit sie keine Verstärkung erhalten. Ja,
Oh, er hat getroffen. Oh, muss nachladen. Let's go. Von wo schießt der? Ah, da oben. Vier Elite-Wachen gibt's hier. Vorsicht! Drinnen sind noch fünf weitere Wachen. Und in der Garage links ist ein Dueller. Wie komme ich hier rein? Wir haben schwere Verluste. Hier gehen wir mal rein. Eine Elitewache ist schon gestört, zerstört, wie auch immer. Ergib dich! Du kannst nicht. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Ja, das ist der letzte von Yorinobus Leuten. Ich erwarte euch. Perfekt. Let's go. Ich bin fast am Anwesen. Gut. Lande beim Pool. Hi, was geht? Haben mir keine Wahl gelassen. Freunde, ich würde an dieser Stelle allerdings die Folge beenden. Ich glaube nämlich, gleich kommt das Finale und da nochmal 40 Minuten oder so. Bisschen kritisch. Von daher, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dann, haut rein. Ciao.